Also wenn Sie dieser Logik folgen, sind der Grün, dann könnte man jetzt auch Glasscheiben abschaffen. Jetzt gibt es ja schon alles verbietet, ne? Man darf nicht mehr fliegen, man darf kein Fleisch mehr essen, man kriegt keine Kinder, ist auch ganz schlecht für den CO2-Bilanz. Ich halte das alles für relativ, ich halte das für einen Hype, sage ich auch ganz ehrlich. Ja, ich bin auch keiner, der davon überzeugt ist, dass es was bringt, freitags die Schule zu schwänzen, um, keine Ahnung, auf Russland zu laufen, mit diesem topfgesichtigen Mundgesichtmädchen und dann diesen Platz völlig vermüllt zu hinterlassen. Schaut sich mal die Plätze an von Friday for Futures, die dann weg sind. Ja, ich halte das für eine Scheindebatte, die nicht tragfähig ist. Es ist auch Sache, die tragfähig und das ist auch die regenerative Energie. Das ist ein Ressourcengeschäft. Das ist ein reines Ressourcengeschäft. Es wird bezahlt durch das EEG-Gesetz in Deutschland. Und würden diese Subventionen wegfallen, wäre das nicht trag- und marktfähig. Und das ist einfach Fakt. Das ist keine Frage des politischen Standpunktes, sondern einfach eine rechtsstaatliche Frage. Und deshalb sehen wir ja, es geht momentan im Wind in der Windkraft mehr Arbeitsplätze verloren, als wir in der Braunkohle je hatten. Es ist auch keine Zukunftstechnologie für uns. Ja, ich finde es ehrlich gesagt sehr schade, dass Sie nicht ohne Beleidigung eine Debatte führen können. Aber ich würde jetzt selber eine Frage stellen. Und zwar ist es so, dass es hier nicht um Fridays for Futures geht, sondern um die Insekten und die Vögel und um die Windräder. Und dazu möchte ich gerne sagen, dass wir bereits sehr viele Maßnahmen haben. Und hier aber Herr Keil, der Blick nach oben, da gibt es das Mikro und die Frage kurz vorstellen bitte. Ja, hallo, ich bin Jakob vom Lise-Meitner-Gymnasium und ich wollte Sie fragen, was Sie jetzt von Björn Höcke halten, der ja ziemlich offener Nazi ist. Und dazu möchte ich ja mal Ihre Meinung hören. Fragen wir dann halt 6 Sekunden müssen. Ja, vielen Dank. Tut mir leid, dass Sie da so verblendet sind durch die Dauer-Rotlicht-Bestrahlung, die Sie medial in der Schule bekommen. Björn Höcke ist kein Nazi. Björn Höcke steht fest auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und ist auch mit mir befreundet, ganz persönlich. Und wenn Sie kennenlernen würden, würden Sie feststellen, dass es ein Mensch ist, mit dem man, der sehr ruhig ist, der sehr differenziert ist und mit dem man gut diskutieren kann. Und glauben Sie einfach nicht alles, was in der Bildzeitung steht.